Herzlich willkommen hier bei den Domanis. Ja, meine schwarzen Brüder, die haben so schnell den Laden zugemacht, das glaubt ihr gar nicht, ne? Ich glaube, Polizei ist wieder da und dann machen die diese Säcke und dann werden die Säcke einfach zusammengeschnürt und weg sind. Die warten jetzt wieder, wie die weg sind. Ich habe deren Bunker gefunden, Leute. Ja, und ich sitze, warte. Und wir sitzen hier an dem Bunker von denen. Also hier haben die ihre Sachen. Und dann, er sagt zu seinen Kollegen auf Französisch, 5 Leute sind gekommen. Schnell abhauen. Guck mal, jetzt chillen die da hinten alle. Die Polizei weiß ja auch, was sie machen. Aber guck mal, wie die da chillen. Ja, jeder weiß, was sie machen, Digga. Ah, ich kann nicht mehr, ja. Da ist die Polizei. Da kommen die. Guck mal, jetzt hauen die ab. Da ist die Polizei und weg sind die. Da. Oh, die haben was beschlagnahmt. Da. Ich bin kaputt, ich bin müde, ja. Also wir sind ja seit heute Morgen unterwegs, aber ich habe keinen Bock mehr. Wir gehen jetzt mal was essen, dann gehe ich mal Mittagsschlaf zu Hause machen, weil die wollen nochmal Champs-Élysées, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen shoppen. Aber ist mir tick zu viel, das Shoppen, ja. Nee, also meine Cousine möchte shoppen. Ja, sie möchte shoppen. Ich kann mir das nicht leisten. Ich hab jawohl. Ich habe nur einen YouTuber als Mann. Ja, ich habe nicht so viel Para. Ja. So, haben die überhaupt auf? Ey, sieht behindert teuer aus. Nee, sie hat geguckt. Ist das All You Can Eat? Was steht denn da? Hier, wisst ihr, wie das ist? Ja. Also, man sucht sich da Sachen aus. Da stehen Grammweise, Beispiel hier, du nimmst. Ja. Eine Rolle kostet 2,50 Euro. Dann okay. Packt das auf den Teller und dann zahlst du den Teller und dann ist. Okay, ja, warum nicht, oder? Auch gut. Man kann sich auch theoretisch was nachholen. Aber ja, okay. Ist ja teurer, aber. Ne? Ja, ist ja egal, ist nicht schlecht. Wallah, ja. Wallah, gute Idee. Jeder soll essen, was er will. Wallah, bravo. Also kein Buffet, doch Buffet. Hm? Die sieht juicy aus. Ist das Buffet-mäßig? Ich weiß, ich hab verstanden. Ich verstehe. Ich verstehe, das ist gut. Was gibt's hier? Salat. Okay, okay. Okay, okay. Das ist gut. Dieser Laden. Also ich muss ja sagen, ja? Ja, Mini-Reis dann. Ja. Weil er füllt das ja richtig aus. Ja, ja, deswegen. Curry Rice. Okay, the small one with the curry rice. Ja, also ich dachte so natürlich das Menü, aber Menü ist ja wirklich so, genau, du suchst das auch mal was anderes, auch gut. Du suchst dir was aus, kannst dir sagen, welche Größe du haben willst und dann isst man das einfach. Auch gut, finde ich nicht schlecht. 30, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Aber so heftig kann es jetzt auch nicht hier sein. Wir geben ihn einfach, egal. So Leute, wir sind hier, keiner hat Essen außer Mehmet und ich. Was ja, hast du genommen? Also ich habe Bratnudeln, Bratreis, Curryreis und Ente gebacken. Aber die, du kannst ja Portionen nehmen, hier, guck mal. Grammweise. Genau, ne? Also schalenweise. Ja. Aber ist auch nicht schlecht, kannst von jedem ein bisschen was probieren. Und also, vom Prinzip her, also ich habe genommen Hähnchen, Ente. Nee, das ist auch Hähnchen. Ich habe ja von vielen, aber ich habe gar Und Leute, das beste Getränk. Oasis. Aber Leute, ich hatte gestern eine Naruto-Edition. Ich auch. Besser? Nein. Also die Idee ist nicht schlecht. Dieses Oasis mit Sprudel? Nein. Oder nicht? Probier mal. Weder schmeckt nicht, Bruder. Ich glaube, das kann nicht so gut schmecken. Und was hast du? Ist okay. Das ja. Okay hört sich jetzt nicht so frisch an. Ist kalt. Ja. Kalt? Ich sag ihn. Jetzt ist warm. Immer okay. Kalt. Nein, ist warm. Alles okay. Gut. Okay, okay. Okay, wir testen weiter, Leute. Ist ja, warm, ist warm. Ciao, ciao. Ja, war okay, war gut, war viel. Wir haben gegessen, wir sind satt. In dem Laden waren wir. Da sieht ihr, da ist Seifel. Ja, richtig Halligalli. Ja, keine Ahnung, wegen Joe Biden haben wir alles gesperrt. Aber ich denke mal, um 16 Uhr soll wieder alles frei sein. Ja, dann geht's aber auch. Aber ich bin jetzt müde, Freunde. Ich gehe jetzt über in den Kaffee und trinke mal schön einen Kaffee zum Wachwerden. Wir wollen wieder zum Auto, liebe Freunde. Ich kann aber nicht mehr gehen, ich bin müde. Wir ziehen jetzt wieder mal so ein Lime rein. Ganz normal über die App. Ja, gehen wir einfach ein bisschen mit Fahrrad zum Auto. Da muss man aber in der Nähe wieder so ein finden, einen, wo wir abstellen. Aber jetzt haben die ja viel, oder? Okay, Hade. Ja, ich muss auch mal Fahrrad fahren. Macht auch Spaß. Ja, finde ich auch. So, er hat einen falschen Standort reingegeben, Alter. Wir fahren hier dumm durch die Gegend, Alter.
Unglaublich, unglaublich, der Jan. Ja, Echsen, Echsen, Echsen. Alle wollen ein Foto von dem Eiffel. Ja, der Tui, die Tui ist da. Wie heißt du nochmal? Jörg. Jörg, mein Lieber, mit wem bist du denn da? Mit wem bist du da? Nee, ich bin arbeiten hier. Oh, okay. Ah, geil. Reisebus. Ah, und wie lange bleibt ihr dann noch hier? Ich mach morgens. Ah, und dann nach Hamburg oder wohin? Ja, ich mach erstmal nach Kaiserslautern. Hab ich nochmal zwischen Übernachtung von Kaiserslautern nach Dresden. Warte mal, aber da kann ich ja mit denen fahren. Ja, fahr mit ihnen. Mein Lieber, schau mal zum Kaffee vorbei. Ja, warte. Tschüss, mein Lieber. Ciao. So, Friends. Ja, auch ein Bekannter wieder da. Und was haben wir hier? Ab der Triumph. Ja, jetzt ist auf. Aber jetzt ist auf. Ist Chaos, mal Chaos, ey. Chaos, mal Chaos. 10 Ausfahrten gibt's hier, Leute. So, aber wir müssen ja da runter, ne? Da hinten irgendwo. Aber ist eigentlich kein Thema, Digga. Ich habe Vorfahrt, wenn ich reinfahre. Das weiß ich. Oder? Was sagst du dazu? Oh, was machen die hier? Was machen die da? Oh. Oh, guck mal hier, alles full, 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 full. Oh, der Bussi nervt mich voll hier, ja. Achte Ausfahrt, ich weiß nicht mehr welches. Ich kenne noch den Film mit Louis de Funès hier. Ja. Taxi, Taxi. Ja. Warte. Nicht die große, warte. Nicht die, sondern da vorne. Nicht hier, sondern hier jetzt. Nicht hier, ein weiter. Du weißt, dass die Vorfahrt haben, die Spinner, die reinfahren. Ja, ja. Ja, das, die haben Vorfahrt. So, Kollege, hatte. Hier raus. Hier? Ja, ja. Okay. Guten Morgen hier bei den Dumanis in Paris. Ja, was müssen wir machen hier? Essen holen, Frühstück holen, ein paar Baguettes, ein paar Croissants auf jeden Fall. Das sind ja die schönen Sachen, die man haben kann. So, Sesam, öffne dich. Aber wir wollen ja auch mal, warte mal, jetzt müssen wir die Tür auf, so, andersrum aufmachen. Warte, ich glaube, das geht aber auch so, komm. Nee, kannst ihn reinmachen. Dann kann er auch aufbleiben, bis wir wiederkommen. Nee, mach ihn andersrum auf. Aufseicht. Ja, genau, mach ihn jetzt da rüber. Geht er überhaupt rüber? Boah, was ist das denn hier? Weil so können wir ihn auch auflassen und wieder zurückkommen gleich. So, Friends, wir gehen jetzt hier, wir gucken mal, wo wir was... Ich fahre, aber da vorne ist schon eine Pasteria. Sehe ich gerade gleich gegenüber, du. Hier. Was hast du dazu? Sieht aber irgendwie nicht so aus, als hätte er auch. Ja, aber wir gehen jetzt in so ein Market oder sowas. Ne? Das wollte ich euch nochmal kurz mal zeigen, liebe Freunde. Ich habe keine Ahnung hier. Guckt euch das mal an. Schießerei hier. Was geht hier ab? Was ist passiert? Na gut, geiles Wetter, geiles Wetter. Wir gehen hier ein bisschen. Wir sind froh, dass wir in Paris sind. Wieder so ein kleiner Kurzurlaub. Das tut uns richtig gut. Wir fahren ja mit dem Katja. Wir haben ein bisschen Hunger. Tui und die Mädels, die sind noch ein bisschen in der City. Und wir haben aber keinen Bock gehabt mit Schwager. Haben gesagt, komm nach Hause, ein bisschen chillen. Ein bisschen entspannt, ein bisschen ausgeruht. Aber jetzt haben wir auch ein bisschen Hunger. Jetzt wollen wir was essen. Und beim Fahren habe ich gesehen gehabt. Also hier in der Kurve sind wir mit Jan gefahren. Dann habe ich gesehen, warte mal, Restaurant, machst du da? Hey. Ach. MZ Grill, speziell türkisch, oder? Bach, türkisch, immer? Ja. Türki, oder? Ist doch. Den Laden habe ich gesehen gehabt, liebe Freunde. Und da wollen wir mal jetzt mit meinem Schwager gucken, was wir essen, ne? Schauen wir mal, was hier gibt's. MZ Grill, spezielle türkische Essen. Mal gucken, wie speziell der jetzt ist. Schauen wir mal. So. Erster Döner in Paris, liebe Freunde. Keine Ahnung. Also optisch, ja, mein Gott, sieht optisch gut aus. Und wir probieren, dann sage ich euch mal, wie sowas schmeckt und was es kostet. Keine Ahnung, ich habe nicht nachgefragt. Brot ist wohl selbst gemacht, sieht man auch. Gut, also nach dem ersten Bissen, es ist wirklich ein guter Standarddöner, muss ich jetzt sagen. Also es ist kein Wow, es ist jetzt nicht so, auch wo ich sage, mm-hmm. Aber es schmeckt gut, ne? Was hast du tun, Jai? Ist okay, es ist ein guter Standard. Ist echt lecker. Aber es ist jetzt nicht... Es ist jetzt nicht so, wo du jetzt sagst, ich fliege durch die Hocker. Nein. Aber es schmeckt okay. Sechs Punkte von 10. Würde ich sagen. Ne? Aber es genau. Ist also
ist echt okay. Kann man essen, auf jeden Fall. Ich finde aber, die haben ganz wenig Gewürze drin. Merkst du das am Fleisch? Ja. Also es ist wirklich naturell. Das ist echt naturell, ja. Ja, und Brot ist selbstgemacht, ja. Merkt man. Genau. Ja, also war okay. Ich bin satt, muss ich sagen. Das Brot war richtig lecker. Ein tolles Brot. Und ja, Pommes ist nicht so, ja, muss ich jetzt nicht sagen. Ich habe auch nicht so einen Riesenhunger gehabt. Also ich, Tunjai sagt auch, eine 6 können wir geben, eine gute, eine 6, ja, eine, aber eine sehr zufriedene 6 können wir geben. Lachmantchen, wie schmeckt die Lachmantchen? War okay? Ja. Ja, ist für die Kleinen, haben wir ein bisschen Lachmantchen groß gehabt. Ja. Original türkisch, ja. Ist schon ein bisschen dick, das, ich sehe hier, guck mal, der Belag ist, Teig ist so dick, ne? Ja, aber wie gesagt, in Frankreich, die haben den Döner hier nicht erfunden, ist so, ne? Also muss man jetzt sagen, ist okay, ich denke mal, für die Bevölkerung langt das, der Laden läuft ja wohl und eigentlich ein bisschen leer, ne, für einen Samstagabend. Ja, war unglaublich. Also es ist schon ein bisschen leer, ne, für einen Samstagabend, muss man sagen. Naja, so ist das nun mal. Wir haben was gegessen. Ja, wie gesagt, war okay. Die türkische Pizza ist jetzt nicht so die Welt. Ach, war gut, war gut. Man soll sich auch nicht beschweren. Alles okay. Mal gucken, was wir bezahlt haben oder was wir zahlen gleich. Boah. Das war, also, wie gesagt, heute Abend nochmal gehen wir mal ein bisschen raus, ein bisschen Boot fahren, was machen. Und ja, morgen nach dem Frühstück entspannt losfahren. Wir haben ja auch ein bisschen Weg. Wir müssen ja auch ein bisschen fahren, kilometermäßig, also 700 Kilometer. Aber so, war ein schöner Ausflug. Wir haben Freunde, Schwager hat mich eingeladen, 31 Euro haben wir bezahlt, also drei Getränke drin, zweimal Döner Teller und ja, und einmal türkische Pizza. 31 Euro, ja, ist okay, kann man nicht meckern. Sehr fair, sehr fair. Fleischgeschmack. Naja. Was sagst du? Ne? Null Geschmack. Ja, wie gesagt, mein erster Döner hier in Frankreich war okay. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht von dem Döner. Aber jetzt war jetzt auch nicht der Kracher. Alles gut. Alles gut, muss ich sagen. Ne? Kann man essen. Aber wie gesagt, Fleisch hat mir die Würze gefehlt. Es war einfach Fleisch. Aber du hast das irgendwie so gegessen. Es hat nicht schlecht geschmeckt. Es hat nicht super geschmeckt. Irgendwie hat die Würzung gefehlt drin. Aber es Fleisch war auch zart, muss man sagen. Wieso das Auto hier so steht? Haben die seine Felge geklaut oder was haben die gemacht? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Kein Plan. Wir gehen jetzt den Weg nach Hause, diskutieren mit Schwager. Also Schwager ist jetzt von der 6 auf eine 4 runtergegangen vom Döner. Aber Tinjai, warum? Wir haben null Geschmack, als ob wir nichts gegessen haben. Nachgeschmack ist ganz krass. Also da ist noch nicht mal Nachgeschmack. Als ob ich irgendwie trocken Brot gegessen habe und ich bin satt. Und aber beim Tzatziki, Alter. Ja, erstmal Tzatziki, nichts drauf. Dann Servietten waren nicht da. Und wie gesagt, wir haben gegessen und haben irgendwie das Gefühl, als ob wir irgendwie, keine Ahnung, so trocken Brot gegessen haben. So einen Geschmack haben wir. Naja, muss man jetzt auch nicht immer essen. Dann lassen wir das so. Servietten haben die auch keine gebracht. Tzatziki nachbestellt, da kam wieder noch weniger als vorher. Egal, vielleicht mögen die das hier. Aber ich glaube, das sind so mehr Hähnchentypen hier. Wir mögen viel Hähnchen. Ja. Wir wollen ins Haus gehen. Keine Ahnung. Schlaumeier, wieder vorne zugeparkt. Wir kommen weder rein, weder raus. Keine Ahnung. Was macht man in Paris bei sowas? Meinst du? Mehmet und Jan sind nach Hause gefahren. Also was heißt hier nach Hause? Zu der Unterkunft? Genau. San, ich, Cousinchen und Schwesterchen sind hier noch ein bisschen gammel. Nein, ich will nicht zu Chanel und Dior. Nee, aber hier will jemand anders zu Chanel und Dior. Sie hier. Nein, sie will gucken. Sie hat gesagt, einmal im Leben muss sie sich, wenn diese Tasche verfügbar ist, einmal sich diese Tasche gönnen. Ja, und deswegen, und Mehmet hat kein... Die 10 Jahre alt, guck mal, wie gut sie noch aussieht. Oh, sie hat schon eine, die erzählt gerade Zahn, die ist schon 10 Jahre und die sieht immer noch gut aus. Auf jeden Fall, ja, Mehmet hat natürlich keinen Bock auf Shoppen. Und nein, Mehmet kauft mir auch keine Chanel-Tasche. Und nein, Tui möchte auch keine Chanel-Tasche. Hier ist der Spendenbutton. Smooth Criminal. San konnte früher Moonwalk und so. Und er hat immer gesagt, Smooth Criminal. Oh, hier. GEMA irgendwie gehört oder so? Und schon hier. Aber wir durften nicht rein. Die ganzen Straßen waren gesperrt. Jetzt ist sie wieder frei. Guckt euch das an.
Es ist einfach voll. Und heute Morgen war, wie gesagt, heute Morgen konnten wir hier einfach nicht durch. Ich habe extra einen Polizisten gefragt, warum, wieso die ganzen Straßen gesperrt sind und wir nicht rein können. Dann haben die gesagt, Joe Biden ist da, deswegen. Jetzt ist er aber, die haben gesagt, um 4 Uhr ist wieder alles normal. Die Straße ist schon, also sieht schon echt cool aus. Er hat uns jetzt abgeholt. Wir fahren weiter zum Chinatown. Cousinchen möchte jetzt Obst kaufen. Habt ihr eigentlich Bubble Tea bekommen? Nee, Bubble Tea trinken und so. Da fahr, und so Süßigkeiten nehmen halt. Was da ist fahren mit wir dem jetzt Bubble Tea? Hin. Das haben wir nicht gefunden. Wir sind hier in Chinatown. Ja. Ja, also hier sind eben halt nur asiatische Sachen, ne? Wir haben hier jetzt Baguette bestellt mit Rind und. Ich kann nicht mehr, Leute, ich will nach Hause. Mit Rind und Hähnchen. Und dann gibt es noch so Zucker. Wie heißt es? Zuckerrohr. Zuckerrohrsaft. Das zeige ich euch gleich, wenn die Frau das macht. Also das, da wird aus frischem Zuckerrohr, da unten seht ihr den Müll, ist einfach Zuckerrohr. Und daraus wird Saft gewonnen. Und meine Mama trinkt das total gerne. Wir holen ihr gleich. Der Laden hat einfach alles. Baguette, dann hat er noch hier so, keine Ahnung, Bubble Tea. Wir haben hier, das ist, jetzt steht es auf Französisch, also Rind und Dings haben wir bestellt, Rind und Hähnchen, also es ist eben halt wirklich nur überall diese Pfarrsuppe, habe ich euch ja schon mal gezeigt, das sind ja einfach diese weißen Nudelsuppen, diese weißen Reisnudeln. Und ich glaube, jeder zweite Laden ist hier so. Und was ich an Frankreich erstaunlich finde. Von uns? Hä? Bestimmt von einer Fremdverwandten. Vielleicht. Aber siehst du, in den ganzen Läden sitzen sehr viele Franzosen, ne? Und viele, die sehen aus wie du und ich. Ja, der sieht auch aus wie du, aber der hat ein geiles Fahrrad. Nein. Er ist ein Elektrofahrrad. Kinderfahrrad hat er. Nebenan ist hier so eine Bäckerei, auch lecker. Das sind halt Desserts. Das sind nur Soßen. Das sind so diese Keimknödel oder wie die auf Deutsch heißen. So ein Hefeteig, aber die sind, ich kenne das von Deutschen, das mit Kirsche, aber hier, das ist deftig gefüllt. Hier, dieses Gelbe hier, das ist Maismilch. Ja, Maismilch ist das. Meine Mama trinkt das total gerne. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie getrunken. Das machen die meisten auch alle selber. Dieses aber Sun hat dieses Oasis. Sun hat eben. Mit Naruto gehabt. Das ist so ein Werbe. Nein. Granatapfel. Und er sagt, schmeckt noch besser. Egal. Auf jeden Fall. Oasis, wenn ihr das. Kein Sponsoring. Kostenlose Werbung. Zu Hause angekommen, also zu Hause. Ja, Einfahrt ist dich. Scheibe ist auch natürlich TÜV relevant. Ja.